So, Test 1, 2, 3. Ja, gut. Wir mal hier den Ära-Thron auf. Probieren wir mal hier aus, was nehmen wir denn? Supermarkt. Ich war gerade in der High School drin, Campus. Gehen wir mal auf die Factory. Freestyle, nehmen wir mal. Und gehen mal hier in den Supermarkt. Da ist ein Beta-FPV-Tini mit drin. Also, so wie es beworben wurde, ist die Qualität jetzt nicht. Aber sie ist jetzt auch mal nicht schlecht. So, heben wir mal ab. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen die Rates einstellen. Also, hier war viel zu wenig, da kam man schier nicht um die Kurve rum. Jetzt geht es einigermaßen, was mir ein bisschen fehlt, ist, ob man zum Beispiel keinen Level Mode einschalten kann. Also, ja, gerade bei dem Kleinen wäre eigentlich ein Level Mode gar nicht schlecht. Muss man noch ein bisschen Expo drauflegen. Also, die Ausschläge sind minimalst. Und das Ding ist einfach schnell. Die Grafik hat extrem viele Spiegelungen drin. Hier könnte man einiges an die Qualität, sagen wir, runterschrauben, weil in echt ist ja das Bild in die Videobrille eh nicht so. Ja. Also die Flugphysik fühlt sich ganz okay an. Vor allem, was man eigentlich ganz arg zusagt, ist, also gerade hier vor allem der kleine, also der Mikrokopter, der Tiny Wolf, reagiert sehr sensibel aufs Gas. Das ist in echt genauso. Ja. Wie gesagt, wobei die Kleine fliegt man normalerweise eigentlich immer im Level Mode, ist man in aller Regel fast schneller, weil die extrem empfindlich sind zum Steuern. Vor allem dann innen drin wird es dann schon schwierig, das so genau zu regeln, dass man also nirgends, also dass man im Prinzip das noch am Möbel aussteuern kann. Aber es geht. Also für die Wintermonate oder wenn man jetzt gerade kein Fluggelände hat, denke ich, dürfte es ganz okay sein. Und bei 14 oder 15 Euro, was im Prinzip der Simulator jetzt in Steam gekostet hat, ist es okay. Von der Einstellung her ist noch ein meilenweiter Unterschied zu Lift-Off oder zum DRL-Simulator. Also da merkt man, dass die irgendwie doch ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit geleistet haben. Die Maps, die man jetzt hier ausprobieren kann, finde ich, sind nicht schlecht. Ja, wie gesagt, bei dem Preis kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn man überlegt, was vor ein paar Jahren immer ein Flugsimulator gekostet hat, ist das hier schon ganz okay.